Ella. Sicher auch geholfen, weil die Piste, sieht man jetzt, glaube ich, wird schon von Fahrer zu Fahrer schwieriger und von dem her ein guter erster Lauf gewesen. Am nächsten kommt Odermatt Manuel Feller. Der Österreicher profitiert ebenfalls von einer tiefen Startnummer. Er startet als Dritter, verliert eine knappe halbe Sekunde und ist damit als Einziger noch einigermaßen auf Tuchfühlung. Der Rest wird deutlich distanziert. Der Deutsche Alexander Schmid fährt mit Startnummer 11 auf Rang 3 und ist damit der Beste der Zurückgebundenen. Loik Meyers erster Lauf kann sich eigentlich ebenfalls sehen lassen. Er schafft es auf Rang 5, fast 1,5 Sekunden hinter Marco Odermatt, ist damit allerdings nicht zufrieden. Es ist immer noch ein großer Rückstand. Ich denke, das wechselt nicht. 1,5 Sekunden ist viel und ja, Gefühl war sicher nicht gut. Daneben setzen zwei junge Bündner ein Ausrufezeichen. Livio Simonet schafft es mit der Nummer 43 bis auf Rang 16. Und Fadri Janutin kommt auf Rang 17. Das Klassement nach dem ersten Lauf kann sich aus Schweizer Sicht sehen lassen. Marco Odermatt führt, Loik Meyer hat noch Chancen auf das Podest. Schuster Murisier liegt auf Rang 12 und dahinter folgen bald die beiden erfreulichen Simonet und Janutin. Ganz vorne ist Marco Odermatt aber auf bestem Weg zu seinem 14. Weltcupsieg. Auf eröffnen und Didier Plaschi nimmt uns mit. Ja, und O Sole Mio, das ist natürlich herrlich, wenn die Sonne drauf ist. Da ist natürlich auch ein anderer Skifahrer, weil Rennfahrer ist nicht gerne Schönwetterfahrer, also nicht gerne, wenn die Sonne da ist. Man sieht, Mike Bircher braucht gleich viel Tor wie der Heli Krug im ersten Lauf. Es ist aber alles ein bisschen regelmässiger von der Distanz, ein bisschen enger, aber ein bisschen mehr in der Falllinie. Österreichische Kurssetzung. Also die Geschwindigkeit sollte ein bisschen höher sein. Jetzt ist er drin im richtig steilen Teil. Man sieht, es ist natürlich schon ein anderes Fahren, wenn man es ein bisschen im Kontrast hat, wenn man die Piste sieht. Aber schön links, rechts, also wirklich vom Kurssetzerisch her keine Schwierigkeiten drin. Ganz ein fairer Lauf. Es ist die Piste und die Piste, die schaffen hat und die Übergänge, die es genug schwierig machen schon. 2.07.20. nach dem ersten Lauf, dann mit Laufbestzeit auf Rang 14 vorgestoßen, sein mit Abstand bestes Saisonresultat. Genau, kurze Kanto-Einsätze, so viel wieder vor die Zebuspitze kommen, wunderschön gedrückte Welle. Zeitvergleich mit Mauerberger stimmt optimistisch. Ja, gefällt mir der Winkel, der im Fußgelenk hat. Ja, etwas knapp geworden. Zurück auf der Linie. Er geht Risiko, sehr gut. Also er nimmt Risiko und kauft. Will diese Chance packen. Noch immer vorne, aber nicht mehr allzu deutlich. In Sölden hat es nicht für den zweiten Lauf geklappt. Da 35. im ersten. Die letzten Tore für Thomas Tummler. Fällt am Schluss noch ganz knapp hinter Simon Mauerberger. Die pushen können. Das ist sein zweiter Weltcup-Riesenslalom. Zum ersten Mal ist er mit dabei im zweiten Lauf. Das sind natürlich die Fahrer, wenn die 92er, 93er aufhören, und sind die Cremeschnitte. Sind das ist die Siegfahrer. Jahrgang 2000. Kurz querstellen müssen. Also der Ader Erlass, aber der ist in Gran Montano in der WM, sind das diese Boys, die nachher die Farbe vertreten. Du schaust schon etliche Jahre nach vorne. Ich schaue auf die zweite Zwischenzeit. Da liegt er gleich zurück. Und schau mal, wie solid dass der auf dem Ski steht. Fast sehr einfach geht's mir. Es wären die ersten Riesenslalom-Weltcup-Punkte für den
22-Jährigen. Und so ist es. Fällt da zwar noch zurück. Auf. Sehr emotionell, man sieht es in der Körper. Geschafft hat. Ja, ist halt vom Naturell einer, der, ja, wie der Sandro Heu, einfach, sehr emotionell, man sieht es in der Körpersprache, Bewegungen. Und das braucht natürlich Strom. Und darum hat er dann die letzten Tore zu kämpfen, aber das nicht schon da oben, bitte. Eine wilde Fahrt von Livio Simonet. Noch einmal überdreht, wieder zurück auf. Die Linie vielleicht nicht genau die ideale gefunden. Also wenn er der Braten radikal vor, der hätte er auch, ja. Noch immer vorne, Livio Simonet, 15 Hundertstel bleiben. So, jetzt extra Power noch drin, Reservebatterie anzapfen. Unten die direkteste Linie finden. Noch immer hat er einen kleinen Vorsprung, das war aber nicht die direkteste. Simonet gegen Della Vite. Es ist Della Vite. Simonet fällt noch hin zurück zwischen De und Mauerberger. Frankreich-Italien, das Duell geht zugunsten Italiens aus. Mit Fachande. So. Kehrt, bewegen, bewegen, bis ins Ziel fighten. Das müssen wir schon sagen, bin ich zeigen. Ein Kämpfer. Ist er naturgemäß. Einer, der auch nicht über seine Verletzungen, seine körperlichen Beschwerden reden will. Ei. Aber für den dieser zweite Lauf früh zu Ende ist. Hat nur noch einen Stock, viel Zeit verloren. Und dennoch, auch das passt zu seinem Naturell. Fährt er da weiter, soll da aber bitte nicht allzu viel riskieren. Ein wilder Kerl. Hätte Brüche für noch. Ja, jetzt ist dann genug. Danke. Ja, es ist die Bodenwelle, die ich vorher angesprochen habe, hat zu früh ausgelöst. Vor allem resultatmäßig in den letzten Jahren. Alexis Pinturo, voll fokussiert. Kommt dann nach Kranjec und Marco Schwarz. Jetzt zuerst der Slowene. Ich glaube, jetzt ist Tagesziel noch ein bisschen ändern, wenn er weiter vorkommt. Ja, zweiter von Söldo. Und er hat gesagt, das ist ein bisschen, ja, das ist nicht denken kann. Auf das Podest fahren, wenn er heute Top 7 ist. Jetzt bin ich gespannt, was er hier in den Schnee bringt. Ja, jetzt geht er ab. Er hat das Potenzial, nach vorne zu stoßen. Ich habe es eingangs gesagt, von ihm, also von Murisier, um genau zu sein, bis aufs Podest ist das weniger als eine Sekunde Rückstand. Also mit einem guten Lauf ist da der Sprung auf das Podest durchaus möglich. Ja, die bist du ganz andere Zustand am ersten Lauf. Ja, der baut seinen Vorsprung aus. Jean Kranjec, das ist der Angriff aufs Podest. Vize-Olympiasieger. Zweiten Söldo, die Qualitäten. Ja, und auch das Selbstvertrauen hat er natürlich. Heute Morgen ist es nicht nach Wunsch gelaufen. Dieser zweite Durchgang ist ein ganz anderer für Jean Kranjec, der deutlich die Führung übernimmt. Läuft Bestzeit. Zeigt, was die Piste hergibt. Ja, das ist Tageswerk noch kehrt. Ja. Und Angriff aufs Podest. Und auch von Halbtagesformen sprechen. Ja, mit ihm ist einfach das Problem, wenn er am Tor noch antrinkt, so wie heute Morgen, in diesem Schlag, das mag es nicht verlieren. Das mag es vielleicht immer Alta Badia in Sölden oder so verlieren, wenn die Piste wirklich schön glatt ist. Aber wenn es schlägt, nach dem Tor noch richtig. Also die beiden Italiener an der Tabellenspitze sind abgelöst worden. Es führt ein Slowene unterwegs mit Marco Schwarz, ein Österreicher. Es kommen noch drei, also nach ihm noch zwei, mit Brennsteiner und Feller. Ja, sehr unverkennbar in seiner Art, so also, schleicht da durch, lässt die Skigürtel laufen, so unscheinbar, kräftesparend. Aber eben ein Kranjec, der da natürlich jetzt einen Brigitte gepfeffert hat von der Dynamik. Aber es sind 1,4 Sekunden Platz. Da hat es Platz, ja. Zwischen der Della Vite und dem Kranjec. Ja, und schau dir diesen zweiten Sektor an, der war auch sehr gut von Marco Schwarz. Ja, nur keine grossen Fehler zu erkennen. Was ist die Qualität von einem Leuten?
wie der Tommy vorhin gesagt hat, ein kleiner Fehler und sonst wäre er ein paar Plätze weiter vor gewesen. Hat ja schon 15 Plätze gut gemacht. Thomas Tumler momentan bester Schweizer als Vierter. Marco Schwarz im Ziel als Zweiter. Stark. Findet Platz in dieser großen Zeitrückstandslücke. Punkte geben oder gibt es heute Weltgepunkte? Daran wissen wir noch nicht definitiv. Ein schöner Moment. Ja, also es ist unglaublich. Wenn mir das heute Morgen jemand gesagt hat, hätte ich es sofort unterschrieben. Und ja, es war immer schon ein grosses Ziel für mich, um meinen Punkt zu fahren. Dass ich jetzt zwei Disziplinen habe im Salom und im Riesen, das macht mich überglücklich. Sind Sie nervöser gewesen mit diesen Aussichten vor dem zweiten Lauf? Nein, ich habe das Glück, dass ich selten nervös bin. Es ist für mich immer ein mega schöner Moment, dass ich überhaupt da sein darf. Und darum bin ich nicht nervös gewesen. Merci vielmals. Gerne, danke. Ja, schöne Voraussetzungen für einen Rennfahrer, nicht nervös zu sein, obwohl eine gewisse Portion gesunde Nervosität darf es durchaus auch mal sein. Sicher auch dabei, Alexis Bentüro. Es ist ja nur ein Wort, also es ist immer Interpretations, was du an dem Wort verstehst. Und wie gut Jean Kran jetzt gefahren ist, der momentan führt, zeigt diese erste Zwischenzeit von Bentüro. Verliert da fast 3/10. Ja, heute Morgen nicht können fertig machen ganz, als er immer, wenn ein neuer Servicemann, ein neuer Trainer, nimmt das ganze Setting auseinander, fährt mit Null an wieder. Und jetzt geht es halt darum, mit seiner Erfahrung das Material so schnell wie möglich für jegliche Situation anzupassen. In Sölden hat das nicht funktioniert. Nur Rang 20. Hier wächst der Rückstand auch an. Das ist aber noch immer die drittbeste Zwischenzeit für Alexis Bentüro. Auch bei der letztgemessenen vor dem Ziel. Bentüro, vierfacher Sieger in Val d'Isère als Dritter im Ziel hinter Schwarz und Kranjec. Das hinten aber reinhocken, das ist für mich ein Zeichen, dass er... Atle Lee McGrath haben wir da kurz noch sehr entspannt gesehen. Und oben... Es ist die Kaltfront, wo sie hat sich eine Wolke breit gemacht beim Start. Hier unten im Ziel, greller Sonnenschein. Oben die Lichtverhältnisse, die Sichtverhältnisse etwas diffus. Stefan Brennsteiner. Morgen ist ein minus 15 gemeldet. Das ist die Kaltfront, kommt ich an, von kalter Luft. Da musst du dann die dickere Jacke mitnehmen. Ja, das ist für mich beide. Leitinger und Brennsteiner sind so... Die können Ski so laufen. Die Ski wird umstellen, ein bisschen richtig machen, es verschlägt ein bisschen, aber... Lass gehen. Die beiden Zimmerkollegen, die heute beide nach Verletzungen zurückgekehrt sind. Du siehst nicht unscheinbar, nicht nachtrick und dann am Ende der Kurve von Ski wieder eine Falllinie zeigen. Zwischenrang 2 bei dieser Zeit für Stefan Brennsteiner. Bestresultat in Val d'Isère für ihn, ein 15. Rang. Er ist ein guter Fahrt. Das wird er toppen heute. Ja. Zweiter ist Teamkollege Marco Schwarz. Er reiht sich vor ihm ein. Sehr Stefan Brennsteiner auf Rang 2. Damit richtig gut. Eins auf Lukas Broten. Siebter nach dem ersten Lauf. Man sieht also, Kranjec-Fahrstil und Radikalität ist jetzt möglich. Da wird er sicher das Öl reinbringen. Wie weit kommt er, ist die andere Frage. Platz 4 war es beim ersten Riesenslalom der Saison in Sölden. Verliert oben wie viele Zeit. Ja, tut ihn nicht zu viel auf die Linie krallen. Er, mein Auge, tut sich extrem auf die Linie konzentrieren. Und probiert immer auf der Linie zu sein. Brennsteiner vor, ab und zu Schiener Falllinie. Kommt da aber näher ran. An Kran jetzt. Dieser zweite Sektor war sehr gut. Jetzt der weggekommen. Der Fehler, der nicht zählte sie. Weg von dieser Ideallinie, an die er sich so gekraut hat, ganz oben. Entsprechend groß der Rückstand. Aber noch immer zwischen Rang 4. Ah, clever gefahren hier. Broten im Ziel als Vierter. Vor ihm Schwarz Brennsteiner und weiter in Führung Jean Kranjec, bester Schweizer. Thomas Tumler auf Rang 8. Die geht die 14. Leise Enttäuschung bei Lukas Broten. Und jetzt der zweitbeste Schweizer des ersten Laufes. Jetzt Loic Meyer. Fünfter nach dem ersten Lauf, zeitgleich mit Henrik Christoffersen. Er startet
vor dem Norweger in diesem zweiten Lauf. Locker drüber über das Müllrüsse-Eck. Gut. Verliert da weniger Zeit als viele vor ihm. Kurzer Andrifter. Siehst du gut, Adi. Aber eben, auf jeden Fall am richtigen Moment so einen bringen, ist gut, dann nachher die Tore unerpassend. Jetzt drin in der steilen, fast über Elbach. Die sind... Nächster Vergleich liegt da auf dem vierten Zwischenrang. Loic Meyer. Ist einfach nicht so sauber, wie wir es vor dem Kran jetzt gesehen haben. Der hat einen richtig guten Lauf gezeigt. Meyer verliert weiter Zeit im Vergleich mit dem Slowenen. Da wieder so, das Hüssenbeck geht noch weg. Zu wenig unter dem Körper der Ski. Meyer im Ziel als Fünfter. Also, bester Schweizer momentan. Doch. Ist der ganz so lange Zeit verloren im Vergleich mit Kranjec. Hat die Sauberkeit nicht hergebrungen wie jetzt ein Kranjec. Auf gleich und Produkt. Ja, der Rüsselsbein ein bisschen weiter weg vom Körper. Bekommt noch Schlag, aber wunderschön mehr auf dem Innenbein der Ritterfahrt. Körperschwerpunkt ist gleich auf sowieso wunderschön bei Loic Meyer anzuschauen. Ja, ist recht. Marco Odermatt, der letzte von 8 Schweizern, der diesen zweiten Lauf in Angriff nehmen wird. Die Erfolge aufgelistet. Unfassbar, was der in den letzten 12 Monaten gewonnen hat. Henry Christoffersen im ersten Lauf zeitgleich mit Loic Meyer. Auf dem Podest in Sölden, auf einem Hang, der ihm eigentlich nicht liegt. Im ersten Rennen mit dem neuen Material. Jetzt auf der Fast-Übel-Wacht. Es ist so eine Bereicherung, dass er ein anderes Produkt fährt. Das finde ich, macht alles so spannender noch, dass ich beobachte, wie er mit dem umgeht. Einige andere Athleten haben wir gesehen, zum Ende des ersten Laufes auf dem gleichen Produkt, sind überhaupt nicht zurechtgekommen. Ja, ich habe gesehen, ich habe noch einen Zimmer gefahren, wo eigentlich wirklich ein Baby-Po hast von Eispisto. Hier rumpelt es halt ein bisschen. Ja, weiter in Führung, Henry Christoffersen. Jetzt ein etwas weiter Weg bei diesem Übergang. Wie viel Zeit hat das gekostet? Ja, 2/10, das Duell Kranjec-Christoffersen. Der ist ein Edelfahrer, Kranjec. Also das ist jetzt wirklich ganz eine knappe Entscheidung. Christo Östin nicht ab an der Spitze. Rang 2 für ihn, Kranjec bleibt in Führung. Oben stehen nur noch 4. Es ist nicht ganz so ruhig. Östin nicht ab an der Spitze. Rang 2 für ihn. Kranjec bleibt in Führung. Oben stehen nur noch 4. Cup Zirkus. Ich bin froh, dass sein Vater nicht am Start ist. Oder habe ich mir noch fast mehr Ehrgeiz als der Sohn? Er ist noch nicht allzu lange mit dabei. Das aber nicht leistungs-, sondern altersbedingt. Er ist 22-jährig, Atle Lee McGrath. Vierter und bester Norweger nach dem ersten Lauf. Ich habe so das Gefühl, vom Technischen, von der Feinheit, wie er fährt, ist mir eher fast sympathischer ein Braten, der viel mehr so radikal reingeht. Und er ist der, der wirklich ganz fein fährt, wenn er auf der Linie ist. Aber er lässt los und ist sehr geschmeidig unterwegs, nicht mit viel Widerstand. Und es kommen ja nur noch feine Fahrer. Haben wir im ersten Lauf festgestellt. Diejenigen mit einer sauberen Fahrweise haben es hier ganz nach vorne geschafft. McGrath, nächster Zeitvergleich mit Kranjec, dem Kraftpaket, verliert da Zeit. Ja, was gefällt mir einfach das Feine, dass der Ski lässt gehen. Sie müssen einen guten Unterteil bringen, weil der Kranjec ist Una souverän gut gefahren. Da noch eine kleine Bodenwelle hier, Schlicko. Das hat er geschafft, McGrath. Oh, 300stel nur hinter Sean Kranjec zurück. Eine weitere Supervorstellung des jungen Norwegers, der bei seinem ersten Super-G vor einer Woche auf Rang 5 gefahren ist. Auch heute könnte es oder ist es mindestens Rang 5. Ein riesiges Talent. Auch im Slalom ganz vorne mit dabei. In drei Disziplinen mischt er da mit.
Und eben, es ist wunderbar, ihm zuzuschauen. Das ganz Feine, Spiro Udoch und Widerstand, nicht dagegen gehen, wie es ein Subschitz halt macht, der Dejal Brandini, sondern wie ein Brennstein, Leitinger, Lago, La Tribusus, die Ski müssen einfach nur schauen, dass sie reingehen und keine Energie vernichten. Wir sind bei den letzten drei. Alexander Schmid, sehr guter. Erster Lauf, war sehr zufrieden nach diesem. Und so sagt er selber, will einfach Spaß haben. Das war aber ein kurzes Missgeschick. Ja, da wird es zu früh gehen. Aber ja, oben auch wieder sicher abgekommen, mit noch Kneejacks da. Tak, 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 das wechselt da hin und her. Sieben Zehntel ist schon ein bisschen Bank. He? Ja, oben es bleiben sechs Zehntel. Aber hier der Mittelteil, da hat der Kran jetzt wirklich eine gute Sache gemacht. Eine es wäre so zu Gunno, dem Alexander Schmid. So zu Gunno. Jetzt habe ich einfach Meta Robert verloren als Kneifahrer, jetzt, weil ich, dass der Alexander Schmid ein bisschen erfolgreich wird. Es bleiben 17 Hundertstel Sekunden. Das wird schwierig, auf den letzten beiden Abschnitten. Jetzt kommt China Kraft darüber und der Stil, weil er wenig Vertikalbewegung macht, der immer unten durchbleibt. Drei Hundertstel. Bodo-Welle mit dem roten Tor. Kranjec erster, McGrath zweiter, Alexander Schmid vierter. Henrik Christoffersen noch vor dem Deutschen. Ein sehr gutes Ergebnis für ihn. Aber zum Podestplatz reicht es nicht. Er sieht, er ist mehr am Schnüffeln als alle anderen. Es ist, wo du hast. Er tut halt nur an das Kneejack so taktisch schieben. Und es geht mir wunderschön hier, wie die Kneejack geht. Bitte aber. Als nächster kommt Manuel Feller. Als Podestfahrer heute steht Jean Kranjec bereits fest. Hat er den Tag noch gekehrt? Hat seine etwas schlechtere Halbtagesform umgewandelt im zweiten Lauf. Jetzt Feller, letztmals auf dem Riesenpodest in Adelboden im Januar dieses Jahres. Bereits vor einem Jahr hier Dritter, hat damit seine richtig gute Riesenslalom-Saison lanciert. Ja. Über eine Sekunde sein Vorsprung. Jetzt noch dem Lied, das er da gemacht hat mit der Frau Holle, bin ich noch mehr Fan von ihm. Den neuen Alpen-Elvis hast du ihn genannt. Ja, frech. Ski, Tal abwärts, kurz drauf, weg. Lega. Eine Sekunde bleibt, das sollte doch reichen, aber eben, Fehler kann man sich doch nicht erlauben auf der Fast-Lübelva. Bisschen spitz auf die Torlos da jetzt, aber 7 Zehntel, also 2 Zehntel hat es noch liegt, aber 7 Zehntel unmöglich. Je mehr man kämpfen muss, desto besser bin ich. Da wurde es noch einmal ganz eng unten, aber Feller übernimmt die Führung in Valdiser. Souverän. Er hat nach dem ersten Lauf gesagt, ich versuche es für die neutralen Zuschauer ein wenig spannend zu machen. Was er damit gemeint hat, natürlich die Dominanz des Marco Odermatt irgendwie ein wenig anzukitzeln. Aber er, den wir ja kennen, vor 2 Jahren oder 3 Jahren ist er im Biberkrieg 1 oder 2 Tore gefahren. Soll du es nicht auf die Schnur geschlagen nach 7 oder 8 Toren? Er hat gelernt, das Risiko zu dosieren. Ja, und jetzt ist nur noch einer oben. Marco Odermatt. In den letzten 10 Rennen, zu denen er gestartet ist, da kommt noch ein statistischer Vergleich. Und Sie sehen die Balken da links. Ja, das war jetzt doch ein wenig schnell. Also, in den letzten 10 Rennen, zu denen er gestartet ist, ist er immer aufs Podest gefahren. 5 Rennen in dieser Saison, 5-mal auf dem Podest, jetzt im zweiten Lauf in Val d'Isère unterwegs. Ja, der Feller ist gut gefahren, also es ist sowieso
Oder muss voll antricken, weil dann passiert, funktioniert das Material am besten. Oben baut er seinen Vorsprung aus, hat jetzt 7 Zehntel, jetzt wird steil. Spitzelinio. Vor einem Jahr hier bereits nach dem ersten Lauf in Führung, dann zum ersten Mal gewonnen in Valdiser. Nächste Zwischenzeit, noch immer in Führung und zwar deutlich in Führung. Er ist einfach nur größere Maschine, wo der Feller. Das ist der Wahnsinn. Diese Sicherheit, diese Unbekümmertheit. Oh, da wurde es noch einmal eng, aber Marco Odermatt gewinnt in Valdiser. Gewinnt wieder in Valdiser. Mit Laufbestzeit im zweiten Umgang. Hast du noch eine Superlative in deinem Vokabular, die dieser Leistung gerecht werden würde? Oh, da macht er sogar noch den Güsch im Ziel. Nein, kein Vokabular. Ich bin einfach gespannt, wie seine Gegner werden reagieren in den nächsten 2-3 Jahren. Das ist jetzt eigentlich das Spannende für mich als Trainer. Weil er zeigt es, er zeigt es immer, gibt es unter die Nase. Und Felder ist vom Technischen noch dran. Mich tut einfach der Ode, ist nur eine größere Maschine. Er kann einfach nur mehr Power entwickeln, macht weniger Fehler. Und durch das hat er die grossen Vorsprünge. Aber ich sage dir, ich bin gespannt, wie. Es ist immer schön, wenn du so einen hast, wie denn die Gegner jetzt reagieren? Wie gehst du mit dem um? Weil die kommen unter schon. Die kommen unter schon. Es gibt ja schon Pistenverhältnisse, die kommen. Da stehen die drei Podestfahrer beim zweiten Riesenslalom der Saison. In der Mitte wieder derselbe. Rechts einer, der bereits in Sölden auf dem Podest stand. Links einer, der bereits im letzten Jahr hier auf dem Podest stand. Der Manuel Feller? Nein, der Christoph Felser war da. Ach, Christoph, okay, mit. Ah, gut. Bardo. Kein Problem. Jean Kranjec auf dem Podest in seiner Karriere zum insgesamt 10. Mal. Manuel Feller feiert seinen insgesamt 16. Podestplatz, den 5. im Riesenslalom. Und Marco Odermatt feiert seinen 14. Weltcupsieg, den 9. in seiner Paradedisziplin und den 3. in dieser Saison. 6 Rennen ist er gefahren, 3-mal hat er gewonnen, 2-mal ist er Zweiter geworden, 1-mal ist er Dritter geworden. Was sind das für Zahlen? Und das ist das Klassement. Odermatt gewinnt, zweitbester Schweizer gerade noch in den Top 10. Loic Meyer als 10. und der Vorsprung von Odermatt 1,4 Sekunden. Die weiteren Schweizer, Thomas Tumler auf Rang 14, Fadrian Utin 17. Livio Simonet 19. Gino Gaviezel 21. Samuel Bissig 25. Justin Murissier leider ausgeschieden. Dein Fazit, währenddem wir noch einmal die besten drei sehen? Ja, ohne genial. Ich habe eine riesige Freude an diesen 8 Schweizer im zweiten Lauf. Hingegen der Seete noch geschafft, hingegen über Ninika. Ich habe eine riesige Freude an dem und werde wirklich allen in der Schweiz, allen Trainern, allen Regionalverbänden, NLZ, CK, gratulieren zu dem Erfolg. Es war das 100. Männerrennen in Valdiser. Zum 18. Mal gewinnt hier ein Schweizer. Zum 2. Mal heißt er Marco Odermatt. Ja, und während der Murissier bei uns ein bisschen auf der anderen Seite von der emotionalen Skala, dieser zweite Durchgang für Sie von oben bis unten, ist nicht so richtig ins Laufen gekommen? Nein, leider, aber ich habe ein bisschen unterschätzt diese Welle. Ich habe noch ein paar Leute am Fernsehen geschaut, sie haben nicht Luft gekriegt. Und dann habe ich gedacht, ja, dann kann ich schon ziemlich angreifen und probieren so schnell wie möglich auf diese Passage, weil da kannst du schon gut Zeit machen. Und leider ist das nicht so gegangen und danach habe ich die Ski gekreuzt und dann die Kante waren keine Schaden und ich hatte keinen Grip mehr. Und, ja.
schlussendlich besser mal auszuscheiden und dafür das nächste Mal wieder einen optimalen Lauf? Oder wie sind Sie da in der Einstellung jeweils? Ja, am liebsten würde ich da stehen, hinten auf Podest, oder? Also das ist klar. Ich habe auch gewusst, dass es 19. fehlt zum Podest und ich hatte die Chance, weil ich hatte Sonne und ich müsste wirklich probieren anzugreifen. Darum habe ich voll riskiert. Aber wie gesagt, Punkte sind immer besser wie keine, aber ich mag lieber ganz vorne sein und nicht zwischen 20 und 30. Bald geht es nach Alta Badia, dann die nächste Chance im Riesensalom für Sie. Ihr Teamkollege Marco Odermatt ist auf diesem Podest gestanden, wieder zu oberst. Sie sind auch oft mit ihm im Zimmer, sind Zimmerkollegen. Wie ist Marco in diesen Tagen, wenn es so gut läuft? Ja, er ist einfach Marco, oder? Er bleibt trotzdem am Boden, bodenständig. Und wir machen sehr viel zusammen, auch auf die Piste. Wir besichtigen zusammen. Er hilft mir ziemlich viel und ich probiere das zu geben, was ich kann. Und ja, es ist für eine Mannschaft ist das einfach unglaublich, jemand wie er, weil er pusht immer jedes Training und es ist keine Überraschung, dass er wieder einmal vorne auf dem Podest ist. Und ich glaube, es wird nicht die letzte sein, weil er ist einfach auf dieser Welle und ja, er hat alles zum Gewinnen. Also. Mr. Mürise, herzlichen Dank für diesen Einblick und alles Gute für die nächsten Rennen. Wir sehen gerade Ihr Team, Ihr Zimmerkollege Marco Odermatt ist im Anmarsch. Ja, noch ein paar Sekunden, also bis der Marco Odermatt dann bei uns wird. Sie natürlich Gratulationen vom Justin Mürise. Die beiden haben auch Augenkontakt gehabt, wo der Marco Odermatt schon auf dem Podest gestanden ist. Und ja, man sieht, es geht Schlag auf Schlag für Marco Odermatt jeweils. Das internationale Interview und schon ist er da bei uns. Marc Odermatt, herzliche Gratulation zu dem Erfolg hier in Val d'Isère, zu dem Sieg. Ich weiss, Zahlen, die passen Ihnen und Sie sind mathematisch sehr, sehr gut da drauf. Ja, ganz viele Zahlen. Okay. 300. Schweizer Weltcup-Sieg. Der 300. Schweizer Weltcup-Sieg haben Sie gerade geschafft. Sie haben den 14. Sieg Ihrer Karriere geschafft. Und dann gibt es noch eine Zahl. Sie haben den 11. Podestplatz jetzt in Serie angelegt. So Zahlenspiele, sind die das Thema bei Ihnen? Ja, ist schon cool, das mit dem 11. Podest, das habe ich gewusst. Oder einmal, dass letzte Woche das Bürgerkriegs 10. in Serie war. Das über 3 Disziplinen, das ist über 2 Saisons, das ist ja, schon sehr cool. Das ist ein Wert, den Marcel Hirscher auch als Bestwert drin hat. Also parallel mit dem Marcel Hirscher genannt werden. Das ist etwas, was Ihnen schon ein paar Mal passiert ist, aber immer wieder schön. Ja, absolut. Ich glaube, es wird auch schwierig, diese Serie nächste Woche weiterzuführen in Gröden, ohne meine Lieblingsfischer. Aber nein, ist natürlich genial, was jetzt heute wieder geklappt hat. Nehmen Sie uns kurz mit auf die beiden Läufe. Unsere Kommentatoren, Adrian Arnett und Didier Plaschi, haben gesagt, wir haben gar keine Superlative mehr für einen Marco oder mal zweimal Lauf. Bestzeit, ist das von A bis Z das perfekte Rennen gewesen? Ja, ich glaube, die Umstände und Verhältnisse entsprechend, ja, es ist wirklich... alles aufgegangen, auch wieder das Kompliment am Chris mit dem Service mal vom Material. Haben wir einfach mittlerweile überall immer das perfekte Setup. Und der erste war schon sehr gut gewesen. Ich wusste, er hat einfach noch einmal Gas gegeben im zweiten. Nicht anders machen, wenn einer ein Hundertstel hinten ist. So bin ich glaube auch gefahren, wieder voll am Limit. So fühle ich mich eigentlich fast am sichersten. Und noch einmal ein richtig cooler zweiter Lauf gewesen. Marco Odermatt, es hat wieder riesig Spass gemacht, Ihnen zuzuschauen. Nochmal Gratulation zum 14. Weltcup-Erfolg. Danke. Und mit anderen Schweizern sowieso. Super gewesen. Ja, Marco Odermatt hat es gerade angesprochen, die anderen Schweizer. Also auch eine starke Teamleistung, definitiv. Schlussendlich 7 von den 8 Schweizer, die im zweiten Durchgang gestartet sind, sind auch in die Punkte reingefahren. Alles überstanden natürlich hat der Marco Odermatt in diesem Riesensalon hier in Val d'Isère. Ja, und morgen Morgen, Viertel ab